Tocken in der Route. Ein paar Gels machen das. Wieder. Er frisst jetzt den Kalmar und jetzt kommt es nur darauf an, dass wir ihn anhaken. Sagen sieht nicht ganz so gut aus. Wir haben gerade den ersten Biss, der ein paar Gels hupft. Und der Dario meint, er hätte ihn dran. Bei diesem Kackwetter haben wir es einfach auch verdient. Du hast nicht mal einen Gang drin. Super, gell. Dein Bogen. Kommt. Kommt. Ah, oh, mit Tube. Oh. Wer bei so einem Scheißwetter fährt, der wird auch verdient. Belohnt. Ja! Oh, ist das kalt! Schöner, schöner Kilopagel. Das ist aber ein schönes Tier. Anderthalb? Anderthalb Kilo. Ja, der Kalmar ist ja noch dabei. Ja, ja. Da, Leo, da! Oh. Ein Regenpagel. Ein Regenpagel. Wir haben uns den ganzen Morgen den Arsch abgefroren. Wir haben immer noch den Arsch ab. So, Jungs. Bellissimo! Un bellissimo pesce! Che gut! Mindestens so groß wie der andere, eher noch größer. Dario, Dario, bei diesem Mistwetter sollten wir doch noch mal zum zweiten Pagel ansetzen. Kommt. Ich kommt. Bellissimo! Nicht nur Especialistas en Dentones, auch Especialistas en Pagels! Der fünfte Pagel! Oh, der ist schon groß. Ich glaube, damit kann man zufrieden sein. Wieder hier. Eindeutig perfekt gehakt. Man soll sich nicht selbst loben, aber ist auch eine Geschichte von Geduld. Lange genug zu warten. Dann gucken wir mal einmal aufs Gewicht. Porcello, wie
über zwei. Über 2 Kilo. Wir haben jetzt rausgeslippt, sind unfassbar durchgefroren. Es hat sich immerhin gelohnt und sind 2 schöne Fische bei rumgesprungen. Da hinten kommt schon das nächste Unwetter. Diesmal direkt ein Gewitter. Wir warten noch auf Frank, der uns abholen soll mit dem Auto. Und hoffen, dass wir jetzt nicht nochmal nass werden. Das Allerbeste am Tag sind die Taschenöfen. Weihnachtsgeschenk von meiner Schwester. Und ohne die hätten wir jetzt wohl blaue Finger. Ja, komm, zeig mir nochmal den Hennes. Hennes, hättest du dich aber beim Wetter nochmal ein bisschen mehr ins Zeug legen können.